Nicht proiv! Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Mach mich in Ruhe! Das war jetzt Ryan, der das gemacht hat. Ich bin aber so schnell, da kommt keiner hinterher. Ja, wir haben zum Glück alles schon gehackt. Ja, hier haben wir schon alle Lilith-Sister befreit. Ich dachte, hier wären jetzt neue gekommen. Hätte ja sein können. Ich muss das Ende der Wirtschaftsflotte abwarten. Oh, sie hätte nicht herkommen sollen. Ich werde nach... So. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Was klappt das denn nicht? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, ihn ins Bleister vom Leib zu halten. Okay. Mach Platz! Platz da! Hast du die Tür geschlossen? Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Doch, du bist doch... Du bist so ein Idiot! Das war doch nicht meine Schuld. War doch nicht meine Schuld. Du bist ein Null!
Das wird ein Krieg! Ah, hätte ich jetzt Eve. Alle auf einen! No. Krieg! Alle Krieg! Alle kämpfen gegeneinander. Mit Daddy Splicer, Sicherheitskameras und alle, die kämpfen. Ach. Bleib hier drinne. Du musst für Rapture kämpfen! Rätsel nochmal, wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Keine Ahnung. Ach, hier geht's ja nicht lang. Ich bin der Boss, du Wichser! Wenn die Zeit mit ihnen vorbei ist, dann werde ich auch ihn töten. Ist mir auch schon aufgefallen. Hat der Penis gesagt? Ah! Gut, dass ich alles gehackt habe, ey. Und hier geht's ab, Alter. Du auch noch. Noch einer. Jetzt haben wir es geschafft. Zeit.
sterbe gleich. Ah, Moment. So geschadet, ist er ja gar nicht. Beschädigt. Aber hier ist auch noch ein Laden. Wo ist denn der nochmal? Um die Ecke. Achso. Jetzt ins nächste Gebiet. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Da ist die Tauchkugel. In die wir einsteigen werden. Aber erst beim nächsten Mal. Und ab da spiele ich dann wieder komplett blind. Ich glaube, bis hierhin bin ich noch nicht mal beim letzten Durchgang gekommen. Bevor ich abgebrochen habe. Also, es wird spannend. Bis dann.